Let's Dance. Fans sind gespannt, wie ein Flitzebogen, welche Profitänzer 2025 wieder in der RTL-Show übers Parkett schweben. Zwei Namen hat Joachim Jambi schon verraten. Wer ist nächstes Jahr bei Let's Dance dabei? Weder über die Promi-Kandidaten noch über die zukünftigen Profi-Tänzer von 2025 lässt RTL bisher etwas an die Öffentlichkeit dringen. Doch nun sind Joachim Jambi bei Instagram zwei Namen herausgerutscht. Let's Dance 2025. Joachim Jambi verrät zwei Namen. Eigentlich wollte der Juror der beliebten Tanzshow mit seinem Post nur Malika Tschumev und Zoll Sandor Cecke aus dem Turniersport in Bremen verabschieden. Der letzte Tanz. Ed Malika Tschumev und Ed Zolt-Cecke haben sich heute Abend offiziell vom Turniersport in Bremen verabschiedet. Eine letzte Rumba, ein letzter großer Applaus für ein fantastisches Tanzsportpaar. Alles Gute den beiden für ihre tänzerische und private Zukunft, wünscht der 60-Jährige ihnen auf der Social-Media-Plattform. Doch das ist nicht alles. Sie werden uns auf jeden Fall als Showpaar, als Trainer und natürlich bei Let's Dance erhalten bleiben, verrät er. Somit stehen die ersten zwei Profis bei Let's Dance anscheinend fest. Doch wer wird 2025 noch das Tanzbein schwingen? Let's Dance 2025, fallen diese Profis aus? Vor allem bei den weiblichen Profis könnten dieses Jahr etliche Wechsel anstehen. Denn Isabelle Edwardson, Patricia Ionell und Christina Henny sind erst vor wenigen Monaten Mama geworden. Eine Teilnahme bei Let's Dance erfordert jedoch eine Menge Training. Möglicherweise könnte die Zeit dafür nach der Schwangerschaft zu knapp werden. Außerdem ist die lange Trennung von den kleinen Kindern für die frischgebackenen Mütter oft schwierig, auch wenn sie gerne wieder tanzen würden. Christina Henny blutet das Herz, bei manchen Projekten blutet mir das Herz, abzusagen. Aber ich möchte auch wieder viel mehr Projekte machen, die nicht gerade jetzt einen Monat am Stück sind, erklärte Christina Henny auf Instagram und deutet damit ihre Show-Absage an. Auch für Patricia Ionell wäre es eine Herausforderung, Tanzen und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Denn die 29-Jährige hat Zwillinge bekommen. Sie fällt also mit großer Wahrscheinlichkeit aus. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré